Hallo miteinander, ich möchte euch heute mal was Besonderes vorstellen und zwar diesen kleinen Noseclip, den ich auf Madeira kennengelernt habe. Das heißt, kennengelernt habe ich den Macher davon, Kimo, ehemaliger AIDA-Präsident, und der hat mir auf Madeira einen Prototyp mal zur Verfügung gestellt, hat gesagt, Nick, probier das Ganze mal aus. Das Teil funktioniert super, du kannst quasi die unter der Maske tragen und diesen Noseclip und gleichzeitig Druckausgleich im Ohr machen und einen Druckausgleich in der Maske. Denn normalerweise, klar, kann ich einen Noseclip verwenden, kann dann aber keine Maske verwenden, weil der Noseclip so dicht macht, dass keine Luft rauskommt. Ja, habe ich jetzt einen Noseclip, der ein bisschen Luft durchlässt, dann funktioniert das Ganze. Ich war skeptisch, denn ich kannte früher schon solche Modelle, ich glaube, waren von Homer, die ich mal versucht habe, bei mir nicht funktioniert. Und so war es auch mit diesem Noseclip. Das heißt, der Kimo hat mir den mitgegeben. Ich habe den im Pool im 5-Meter-Becken getestet und hatte das Gefühl, oh, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ja. War natürlich auch nicht ganz so flexibel. Den kann man jetzt so ein bisschen biegen, dass er dann nachher wirklich auch intensiv und gut hält. Und dann waren wir zu Drehaufnahmen im Y40, Behind the Mask und ich, und haben dort dieses Light Flight Video aufgenommen. Und dieses Video finde ich ein Traum. Ja. Allerdings gab es zwischendurch dann so kleine Probleme, weil der Flo dann gemeint hat, ja Nick, eigentlich wäre es geil, du würdest die Hand nicht zum Druckausgleich nehmen, sondern du würdest die Hand einfach weglassen. Ja. Der Flo hat es auch bei anderen tollen Freedivern gesehen, die das auch hands-free machen. Ja. Und in diesem Y40, wo es dann einfach 42 Meter runter geht, sollte ich am besten ohne Hände diesen Druckausgleich machen. Bevor ich dann dem Flo erklärt hätte, dass es sehr schwierig ist, diese Hands-Free-Geschichte zu lernen. Ja, ich habe ja bis jetzt das auch nicht geschafft, auch nicht versucht, aber auch nicht geschafft. Was ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig interessiert hätte, denn ihn interessiert ja dann eher, dass es nachher gut aussieht und nicht, wie wir dann da hinkommen. Dann hatte ich aber noch diesen Prototyp dabei und habe das dann mal eine halbe Stunde probiert. Ja, und habe dann gemerkt, okay, zunächst mal der erste Druckausgleich, den muss ich ein bisschen stärker machen, weil ich dann natürlich den Druck initial aufbaue, um das Mittelohr frei zu bekommen. Ja? Und danach hat es dann ab und zu mal funktioniert, dieser Druckausgleich. Und dann habe ich dem Kimo geschrieben, habe gesagt, ja, es funktioniert noch nicht so ganz. Ja? Und er hat gesagt, ja, tu mal ein bisschen die Nase rümpfen. Ja? Das heißt, ich habe dann zuerst den ersten Druckausgleich mit der Hand gemacht, dann die Nase ein bisschen gerümpft dabei, so wie jetzt in diesem Video auch. Und siehe da, es hat funktioniert. Dann habe ich da mal eine halbe Stunde rumprobiert und von da an konnte ich quasi No-Hands-Druckausgleich machen. Ja. Ich habe eine relativ kleine, kleinvolumige Maske natürlich als Apnoe-Taucher. Das heißt, ich habe die Viper von Mares. Und da musste ich dann natürlich auch gucken, hey, wie kriege ich denn diesen Noseclip dran, um dass dann nachher auch die Maske nicht undicht wird. Ja, denn ich habe jetzt eine die allerkleinste Nase, ja, das heißt, sie füllt dieses Nasenteil schon sehr, sehr gut aus, aber hat wunderbar funktioniert. Ich bin da völlig begeistert gewesen, habe dem Kimo dann geschrieben, denn ich habe auch beobachtet, dass wenn ich auf dem Weg nach unten den Druckausgleich mache über diesen Noseclip, wo ja immer ein kleines bisschen Luft dann rauskommt, dass ich unten auf 42,5 Meter noch deutlich mehr Luft zur Verfügung hatte. Ja, denn scheinbar sind diese Druckausgleiche, wo man so immer so das Gefühl hat, so, kommt da jetzt genug rüber? Ja, dieses laute Klack, 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 was man sonst so beim Frenzel, bei den Frenzel-Druckausgleichstößen hat, das habe ich da nicht ganz so stark gemerkt und hat aber wunderbar funktioniert und hatte unten dann tatsächlich auch ein bisschen mehr Luft noch vorhanden. Denn normalerweise sieht es bei mir dann einfach so aus, dass ich auf dem Weg nach unten bei jedem so und so vielen Druckausgleich immer mal wieder diesen Druck der Maske ausgleiche und da schon immer ein bisschen mehr Druck aufbaue. Das heißt, es ist ein bisschen dosierter, ein bisschen weniger, aber völlig ausreichend, um die Maske auszugleichen. Und war dann völlig begeistert, habe das dem Kimo auch geschickt und habe dann auch gemerkt, okay,
wenn ich das, diese Dreharbeiten, die gehen dann eben auch mal 10 Stunden, ja, im Y40, die Kälte spielt da keine Rolle, es hat ja 35 Grad. Und wenn ich das dann den ganzen Tag anhatte, ja, da habe ich auch gemerkt, dass so langsam auch meine Nasenflügel ein bisschen rau werden, weil es ja doch ein bisschen nicht gepolstert oder irgend sowas. Ja. Kim hat aber gemeint, es gibt so Möglichkeiten wie so Fensterleder, was man dann zuschneidet und dann dazwischen klemmt, dann tut es auch nicht weh. Also wenn man mal wirklich so eine lange Session hat oder merkt, oh, jetzt wird es ein bisschen rau, funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Gibt es in zwei Größen, normale Nasen, sage ich jetzt mal, und sehr, sehr kleine Nasen. Ja. Und kostet 35 Euro, funktioniert wunderbar. Man muss aber so ein paar Mal damit experimentieren, muss sich da mal eine Session Zeit nehmen. Wie gesagt, vielleicht beim ersten Mal den Druckausgleich zuerst mal initial mit der Hand machen. Und dann vielleicht, also bei mir war das so, dass ich die Nase so ein bisschen kräuseln musste, ja, dass die Luft eher in die eustachischen Tuben geht. Und dann hat es wunderbar funktioniert und ich konnte da quasi hands-free runtersegeln. Ja. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Ich vertreibe jetzt diese kleinen Nose Clips. Die funktionieren wie ganz normale Nose Clips, nur haben sie dann eben den Clou, dass sie auch noch unter der Maske getragen werden können und für No Hands Equalization funktioniert. Ja, und wer weiß, ich habe so das Gefühl, dass seit ich diesen Noseclip dran habe, ich mich auch leichter tue, No Hands zu Druckausgleich zu machen, auch wenn ich das Ding nicht mehr ganz so fest zumache. Also vielleicht bin ich auch auf dem Weg dorthin, mit Hilfe dieses Noseclips hands-free etwas leichter zu lernen. Ja, also wenn ihr so einen Teil haben wollt, meldet euch. Ich schreibe unten auch nochmal das Angebot rein. Es gibt ein Spezialangebot für die Patrons, also die Mitglieder, die hier monatlich ihre Beiträge bezahlen. Aber auch alle anderen können den Clip natürlich ganz regulär bei mir bestellen. Vielen Dank und viel Spaß damit.